Gameforge. Bluehole Studio. Terra Rising. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Terra Rising. Ein MMO, keine Ahnung, wo das genau herkommt. Ich weiß jetzt da weniger geschichtlich etwas dazu. Ich weiß nur, dass heute am 27.05. im Jahre 2014 ein großes Content-Update gemacht wurde, das auch eine neue Charakterklasse einführt, nämlich die Klingentänzerin. Ich bin sehr gespannt, was die bringt. Ich werde mir hier auch gleich einen neuen Charakter dazu anlegen. Voraussetzung für diesen Charakter ist ein freier Charakterplatz, logischerweise. Und ein Charakter, der mindestens schon Level 57 Bullshit. Das ist der Level, den ich sowieso schon habe. Nein, Level 40 erreicht hat. Genau. Ich spiele das Spiel seit, keine Ahnung, guten 4 Monaten, glaube ich, sowas in der Richtung. Bin jetzt eben hier mit meiner Ellen Kriegerin auf Level 57 schon angekommen. Allzu viel fehlt nicht mehr. Level 60 ist das Maximum. Nur ich habe so das Gefühl, dass das Spiel danach erst noch richtig spannend wird, wenn es wirklich darum geht, sich Waffen zu craften etc. Ausrüstung, die dann auch richtig fett Schaden machen. Aber damit will ich jetzt auch hier gar nicht lang rumreden. Sondern ich würde mal sagen, wir gehen direkt hier auf neue Charakter und ich hoffe, dass es jetzt tatsächlich auch funktioniert. Ich habe das Ganze vorgestern schon mal ausprobiert, bis ich dann rausgefunden habe, dass diese neue Charakterklasse heute erst released wird. Und ja, also ich bin sehr gespannt. Schauen wir mal, berechtigt für die neue Klasse Klingen, Ellen Kling, ah ja, das Ganze geht nur mit Ellen. Habe ich jetzt kein Problem damit? Hier, so, oha. Kann nicht erstellt werden ohne einen Charakter der Stufe 40 oder höher. Habe ich aber. Voreinstellungen. Wählt ein voreingestelltes Erscheinungsbild. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich will Katzenohren. Schauen wir mal. Und so einen lustigen Schwanz hinten raus. Wundert mich jetzt gar nicht, dass das nur mit Ellen funktioniert. Ah ja, nee. Das ist das, was ich aktuell mit meiner Ellen auch schon habe. Hier, Katzenohren. Katzenohren finde ich ja super. Was ist das? Oh ja, das ist eine richtig coole Frisur an sich. Was haben wir hier? Das schaut jetzt weniger nach Katze aus, sondern eher nach... Weiß ich nicht. Ah ja, das hier sind so die üblichen Katzenohren, sage ich jetzt mal. Was ist das denn? Oh, das hat aber auch was. Das schaut sehr cool aus. Würde ich mal sagen. Okay, dann machen wir einfach mal weiter. Was haben wir hier? Nein, das... Was ändert sich hier? Ah ja, das ist die Haarfarbe. Ah, okay, nee, das hier sind jetzt diese Ohren oder was auch immer. Das sind mehr so Hörner als Ohren. Nee, ich bleib schon bei denen hier. Das sieht nämlich ziemlich cool aus. Und dazu werde ich mir... Nee, keine roten Haare. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass rote Haare ziemlich kacke sind, wenn es darum geht, wie Dings ausschaut. Sag schon, ja, andere Klamotten. Also gerade Rüstungen. Wer aufgepasst hat, hat vielleicht gesehen, dass ich knallrote Haare bei meiner Ellen habe und dazu jetzt, Dings schaut ziemlich, also meine hellblaue Rüstung schaut ziemlich madig aus. So, nehmen wir weiße Haare, das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Gesichtsform und Hautfarbe,
Gesichtsform, dann zoomen wir da mal rein. So. Oh, nee. Du bist böse. Schauen wir mal. Okay. Du schaust so aus, wie ich ungefähr auch normalerweise ausschaut. Ziemlich müde. Das finde ich jetzt aber gar nicht mal so schlecht. So ein gelassener Blick. Irgendwie. Aber so zweifarbige Augen hätten auch was. Das finde ich auch irgendwie sehr lässig. So, oh nee, das schaut krank aus. Ziemlich krank sogar. Nicht zu bleich. Nee. Ich nehme hier diese Schlupflider, glaube ich. Du schaust mir eindeutig zu böse aus. Also weniger böse als einfach unglücklich. Ja, nee. Also zweifarbige Augen hätte schon was. Das ist aber auch eigentlich ganz nett. Schaut jetzt auch nicht ganz schlecht aus. Hautfarbe. Ist eigentlich ganz in Ordnung, die Hautfarbe. Ach so, nee, da gefällt mir die Gesichtsform nicht. Obwohl das hat was. Nein, ich nehme die Schlupflider. So, lila Augen. Lila Augen sind super. Das schaut absolut krank aus. Kann ich hier mit der Maus? Nein. Mit der Tastatur durch? Eher nicht. So. Irgendeine Hautfarbe, die auch diese Augen ein bisschen betont. Also relativ hell. Nicht zu hell. Das ist doch eigentlich ganz in Ordnung mit den weißen Haaren. Oder sollte ich dann doch eher schwarze Haare nehmen? Ja, dann nehme ich schwarze Haare dazu. Verzierungen. Füg Tattoos, Make-up und Verzierungen hinzu. Oh. Die Augen sind ja auch krass. Oh, nicht schlecht. Naja, nee, das hängt aber hier an Dings dran. Oh, das schaut ja übelst cool aus. Da brauche ich jetzt aber dann wieder eine andere Hautfarbe. Dass das gut kommt. Das schaut irgendwie krank aus. Also so diese Violett, diese Pink-Töne, die da mit drin sind, schauen irgendwie ziemlich krass aus. So, schauen wir mal. Nee, gefällt mir noch nicht. Das finde ich eigentlich sehr lässig so. Das schaut wirklich gut aus. So, gut, jetzt schwierigste überhaupt, Knochenbau, Braue. Ein bisschen ernster, wache Wangenknochen. Ändert sich da irgendwas? Ja. Nee, keine Plauschbacken. Relativ gerade Kiefer. Das schaut gut aus. Kieferbreite. So ist in Ordnung. Und hervorstehendes Kiefer. Ja, das ist in Ordnung. Wunderbar. Augenbreite. Nee, das kann man so lassen. Form. Oh ja, schmäler. Finde ich gut. Höhe. Die kann man so lassen. Abstand. Den kann man ein bisschen verringern. Winkel. Ja. Innere Braue. Schon ein bisschen ernster. Nase. Die muss definitiv ein bisschen größer werden. Der Steg.
Breit. Ach, das ist der Steg, okay. Das schaut jetzt eigentlich ganz gut aus. Nasenlochbreite. Okay, und hier haben wir noch eine Neigung. Nee, das ist in Ordnung. Hier die Stellung. So. Dann muss aber jetzt hier die Nasenlochbreite wieder ein bisschen weg. So, okay. Mund, Position. So, Mundbreite. Das ist gut. Lippenfülle. Boah, Angelina Jolie, Monsterlippen. Oh ne, das, das sieht komisch aus. Öffnung. Ja, ein bisschen darf man schon. Ja, ja. Schürzen. Das lassen wir mal so im Mundwinkel. Oh, ein freundliches Grinsen. Will ich aber nicht. Aber ganz traurig sollte auch nicht schauen. So. Das ist gut. Kleidung. Vorschau in verschiedenen Rüstungen. Nett. Oh ja, nicht schlecht. Oh, das sieht ja genial aus. Hammer. Nur leider ist es hier momentan nicht auswählbar. Die klingt gut. So. Name. Ja, gute Frage. Muss ich jetzt mal eben hier kurz aus dem Spiel rausgehen in einen, in Google Translate. Mein erster Charakter heißt ja Dings, AKG. Das Ganze ist japanisch für rote Haare. So. Kurukami bedeutet schwarze Haare. So. Kurukami bedeutet schwarze Haare auf Japanisch. Okay. Dieser Name ist bereits vergeben oder nicht verfügbar. Ja. Shit. Sehr gute Frage. Was nehme ich da jetzt tatsächlich her? Roter Drache wäre Redo Doragon. Ist auch nicht so toll. Ich weiß nicht. Wie soll ich sie denn? Wie soll ich sie denn nennen? Kurogo Kegumo wäre schwarze Witwe. Nein, ist auch nicht so toll. Schwarzes Buraku klingt nicht wirklich weiblich. Ja. Weiß auch nicht. Okay, Kurukami ist ja schon besetzt. Dann nehmen wir mal. Nee, isländisch ist komisch, ist tatsächlich komisch. Lettisch, Melnimati, nee, ist auch mongolisch. Karus, Nepalinesisch, Maratisch, ich habe keine Ahnung, Maori. Makave Black, okay, Maltesisch, nimmt mir wahrscheinlich das Spiel nicht. Rambutitam auf Malaysisch, Litauisch,
schwierig. Wirklich schwierig. Oh, ja, Zulu, das ist aber zu lang. Urdu, achso, nee, das ist keine Schrift, die man lesen kann. Nee, weiß auch nicht. Japanese Name Generator. Schauen wir mal hier. Suchen wir das mal. Get Female Names. Wakabayashi. Ist nur die Frage, was bedeutet das? Hier war Japanisch. Das Ganze auf Deutsch. Bedeutet nicht wirklich was. Morishita. Kuramoto, Hanake, Umeko, Nahoko, Saika, Kishi, Uta, Inaho, Tomo, so. Nagata. Na, ist natürlich auch schon vergeben. Völlig klar. Wundert mich jetzt überhaupt nicht. Kinuye. Auch schon vergeben. Oder nicht verfügbar. Sag mal. Mia. Auch schon vergeben. Ja, ganz toll. Mihara. Na, sag mal, das gibt's doch nicht. Emika. Ich probiere jetzt so lange rum, bis es funktioniert. Kawata. Ein Name, der funktioniert. Ich bin fasziniert. So, fertigstellen. Dann schauen wir mal, was mich jetzt erwartet. Man startet hier mit der Klingenkämpferin in einem neuen Gebiet. Oh, die schaut ja jetzt schon. Haha, nicht schlecht aus. Genau, und man startet direkt auf Level 50, was ich auch sehr genial finde. Genau, schauen wir einfach mal. Die Waffen sind ja auch ziemlich krass. Ist irgendwie so eine Mischung aus, weiß ich nicht, Berserker und Kriegerin. Irgendwie hier so mit den Waffen und... Also bis jetzt sind sie sich relativ ähnlich. Ich vermute, dass sie sich auch ähnlich spielen lassen. Krieger sind ja nicht ganz so einfach. Und ja, schauen wir einfach mal, was mich da jetzt dann erwartet. Also hier, zack, spielen... Und genau, man startet in einem neuen Gebiet, niegelnagelneu, keine Ahnung, was mich da erwartet. Und ich würde mal sagen, es lädt jetzt gleich, hoffe ich. Na, jawohl, da ist ja der Ladebalken und wahrscheinlich geht's mit einer Story. Der Krieg der Argonen riss tiefe Wunden. Mit einer Zwischensequenz los. Als die Elin die Zerstörung erblickten, verfielen sie in wütende Raserei. Sie setzten alles in Bewegung, um ihre Feinde zu vernichten. Kura Elinu, einst das Herz des Friedens, wurde zu einem Herz des Krieges. Doch Wahnsinn und Waffen sind ein gefährliches Gemisch. Bösartige Eindringlinge entzündeten ein Feuerinferno. Erbarmungslos brandschatzten die Angreifer und der heilige Ort wurde zum Vorfeld der Hölle. Kura Elino versank in einem Flammenmeer. Prinzessin Rida flüchtete in den Schutz des Waldes. Sie trauerte um ihr Volk, ihre Heimat. Aus dem Nichts erhoben sich geheimnisvolle Elin,
Kampfbereit traten die dunklen Wesen auf die Prinzessin zu. Sie schworen Vergeltung für die grauenvollen Taten und sprachen: Wir sind die Rächer aus den Schatten, die klingen in der Nacht. Lautlos, gnadenlos, tödlich. Interessant. So, wunderbar. Ein niedelnagelneues Gebiet und da hat auch direkt jemand anders noch mitgespawnt. Das erinnert mich etwas an God of War. Wow, jawoll. Das scheint ja ganz schön abzugehen. Und genau, Pora Elinu ist zerstört worden. Wir sind hier dabei, das Ganze zu rächen, etc. Ich bin mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher. Was ist das? Oh, ein Pferd. Was ist hier auf C? Was ist das denn? Sieht toll aus. Schauen wir mal, Rechtsklick. Ach so, hat eine Abklingzeit. Und ich habe auch ihre Kettenfähigkeiten. Sehr schön. Genau, ich bin hier in einem nagelneuen Gebiet. Und, interessant. Ah ja, hier bin ich also. Genau. Genau, Pora Elinu. Wunderschöner Ort im Originalspiel. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal. Also, wie gesagt, ich bin schon Level 50. Ach ja, richtig, das ist mein Inventar. Was ist das denn? Lagerfeuer der Schnelligkeit. Oh, interessant. Das kenne ich nicht. Was haben wir hier? Lagerfeuer des Fortdauerns. Okay. Wie schaut mein Inventar aus? Nur bedingt toll, weil klar, hab ja nix. So, dann fangen wir einfach mal an. Stopp. Lasst mich helfen. Gerade als wir anfingen, uns in Sicherheit zu wiegen, haben wir erfahren, dass eine weitere Schlachtgruppe anrückt. Ich bin so erschöpft. Sofortiges Handeln. Ich kenne euch noch nicht. Seid ihr gerade erst angekommen? Ach, das spielt keine Rolle. Jede Hilfe, die ihr... Hallo? Was soll denn das jetzt? Seid ihr neu hier? Jede Hilfe, die ihr uns anbieten könnt, wird uns sehr willkommen sein. Einige Orkana-Deserteure, die unsere Vorräte stehlen, bereiten uns große Schwierigkeiten. Ich werde mich selbst um sie kümmern. So. Okay. Neue Verbrauchsgegenstände. Ich habe keine Verbrauchsgegenstände aktuell. Zumindest keine, die ich jetzt irgendwie bräuchte. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Ah! Oh mein Gott! Irgendwas geschieht gerade. Oh. Was war das denn jetzt? Kaum hat man einen neuen Patch drauf. Ist alles etwas sehr merkwürdig. Aber jetzt schauen wir mal. So. Okay, hier. Komas Zuflucht kann man hier gleich mal wegmachen. Was bist du? Hilfe, geh weg. Ja, genau, ich kenne alles. So, Orkana-Deserteure, die sind hier. Ah ja, schauen wir mal, Stufe 48. Schauen wir einfach mal. Na, das war jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Gut, mal was Neues. Das war mal etwas anderes. Ich meine, habt Dank für eure Hilfe. Diese Kerle sind nur gewöhnliche Orkana-Soldaten, die während des Kampfes weglaufen. Sie lauern dort draußen und warten auf einen unbewachten Augenblick, um unsere Nahrungsvorräte zu stehlen. Aber ihr habt ihnen eine Lektion erteilt, sodass sie sich eine Zeit lang nicht mehr blicken lassen werden. Woher seid ihr, Kavatar? Das wollt ihr nicht wissen. Hey, streng vertraulich, was? Das ergibt Sinn. Ich habe gehört, dass uns ein paar Söldnerinnen unterstützen sollen. Und da seid ihr. Nun, ihr solltet euch wahrscheinlich bei Mian melden. Sie ist die Verwalterin der Eskorte. Sie wird die Aufträge für euch haben. Ich verstehe.
Alles klar. Dann laufen wir doch mal direkt zu der hin. Ah ja, die kann ich zweimal verwenden, diese Fähigkeit, und dann war es das auch. So. Zu, dass ihr nicht verhungert. Ich werde schon nicht verhungern, keine Sorge. Es gibt so viel, das sich an den vergangenen Tagen ändern würde. Ich hoffe nur, dass wir das als Nation überstehen werden. Ihr müsst eine der neuen Söldnerinnen sein, von denen ich gehört habe. Ich habe euch bereits erwartet. Hier, das ist dafür, dass ihr Dorial geholfen habt. Betrachtet es als kleines Zeichen meiner Anerkennung. 24 Millionen EP. Ja, leck mich fett. Ich werde mich selbst um sie kümmern. So, das gibt einen Screenshot, weil jedes Level-Up bei mir einen Screenshot verursacht. Ihr habt nun Stufe 51 erreicht. Ah, nee. Geht es weiter so schnell? Das wäre ja der absolute Wahnsinn. So. Die nächste Quest ist Streben nach Anerkennung. Wie ihr schon festgestellt habt, ist dies ein gefährliches Gebiet. Nur die Starken halten hier länger als einen Tag durch. Ja, zu denen gehöre ich. Meistens. Soviel ich gehört habe, seid ihr eine Art Spezialistin, die Rida selbst angeheuert hat. Es heißt, ihr tragt eine besondere Waffe bei euch. Ein paar Kettenklingen, wenn ich mich nicht irre. Ich sage euch was. Zeigt mir, dass ihr... Sag mal! Zeigt mir, dass ihr mit diesen Klingen wirklich umgehen könnt, dann glaube ich euch, dass ihr von Nutzen für uns sein werdet. Das schaffe ich. Annehmen! Es heißt, dass ein wahrer Meister der Klingen mehrere Ziele mit nur einer Bewegung bezwingen kann. Geht zu diesen Trainingspuppen und zeigt mir euer Klingenduett. Nachdem ihr mir euer Klingenduett demonstriert habt, werde ich mich dabei wohler fühlen, wenn ich euch dem Anführer der Eskorte empfehle. Er muss abschließend seine Zustimmung geben. Annehmen. So, eine neue Quest. Ich glaube, ich habe schon wieder irgendwas hier. Jawohl. Ich habe tolle neue Ohrringe bekommen. Direkt mal anlegen. So, alles seelengebunden ist eher weniger toll. Oh, yeah. Sprecht mit Larni. Wo ist der? Lani ist irgendwo hier oben. Okay. Das ist jetzt hier rein intro-mäßig etc. Ja, richtig, ich hab dich gesucht. So, wenn ich eure Fertigkeiten und ein Dutzend mehr Leute wie euch hätte, würde Pora Elinor wieder uns gehören. Nächste Quest: Streben nach Anerkennung. Verwalterin Miain hat mir bereits von eurer Ankunft berichtet und euch wärmstens empfohlen. Ihr seid also dabei. Willkommen bei der Eskorte. Nun solltet ihr erfahren, was wir hier tun. Nun ja, vor allem haben wir Prinzessin Rida beschützt und während des Argonenkrieges Vorräte beschafft und gesichert. Als wir mit einigen Vorräten auf dem Rückweg nach Pora Elinor waren, wurden wir von Orkanräubern überfallen. Uns blieb keine andere Wahl, als zu fliehen. Wir haben dabei sehr viele Soldaten verloren. Ihr habt getan, was ihr konntet. Ich bin euch für eure Worte dankbar, doch unsere Pflichten haben sich geändert. Nun schützen wir die Flüchtlinge vom See der Tränen und warten auf die Anweisung, nach Pora Elinor zurückzukehren. Moa, was ist denn jetzt los, hey? So, Miain behauptet, Rida hätte euch persönlich angeheuert, weil ihr so gut mit diesen Kettenklingen umzugehen wisst. Zeigt es mir. Greift eine dieser Trainingspuppen mit eurer Fertigkeit Bluthunger an. Nachdem ihr mir eure Fertigkeit Bluthunger 1 demonstriert habt, könnt ihr euch bei Prinzessin Rida in deren Quartier melden, um eure Aufgabe zu erhalten. Verstanden. Mit eurer Fertigkeit Bluthunger 1. Was zum Teufel ist Bluthunger 1? Klingenduett. Bluthunger 1 ist 4. Okay. Wuhu, jau! Das geht ab. Das geht gut ab. Hahaha, yeah. So. Ja. Ich hänge hier direkt mal wieder in dem Glitch drin. Ich muss jetzt allerdings direkt mal. Was war C? C ist Rache. C muss ich mir mal woanders hinlegen und mein Pferdchen muss ich hier auf das legen. Anders geht's nicht. So, nein, nein. Ja, nee, das schaut jetzt eigentlich ganz gut aus. So, C, jawohl. So kann ich mit dem Ganzen umgehen. Hallo Rida, die Prinzessin. Ich hasse Störungen. Ah ja? Tja, da wirst du jetzt aber damit leben müssen. Denkt ihr das Pora Elinu immer noch? Ich möchte so sehr nach Hause.
Ihr müsst die Söldnerin sein, von der Lani gesprochen hat. Ich weiß, dass es viele Gerüchte darüber gibt, wer ihr seid und dass ich euch persönlich angeheuert hätte, aber lasst sie glauben, was sie wollen. Wir beide wissen, woher ihr kommt und warum ihr hier seid. Also lasst uns eure Fertigkeiten nutzen. Das Gebiet von hier bis Pura Elinu wimmelt von Orkanern und wir haben jeglichen Kontakt zu Pura Elinu verloren. Findet bitte einen Weg, wie wir die Orkaner vertreiben und nach Pura Elinu zurückkehren können. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Aber sowieso. Hab Dank! Sprecht mit Tuaha über die Vorräte, die ihr braucht. Zeigt ihm einfach, wozu ihr in der Lage seid und er wird euch geben, was ihr benötigt. Und vergesst nicht, wir zählen auf euch, wie ihr wünscht. Tuaha ist hier drüben. Irgendwo. Zack. Eine neue Sprunganimation. Ha! Ist ja nett. Verbündete sind immer willkommen. Ja. Miain hat nun oberste Priorität. Ihr seid auf euch allein gestellt. Die Vorräte sind begrenzt. Alles hier musste aus den Wäldern von Soldaten wiederbeschafft werden, die dabei ihr Leben riskiert haben. Wir wissen nicht, wann und ob wir weitere Vorräte erhalten. Mir ist egal, wer euch geschickt hat. Wenn ich euch Vorräte überlasse und ihr euch dann dort draußen töten lasst, muss jemand, der sie wirklich gebrauchen könnte, ohne sie auskommen. Wenn ihr mir jedoch beweist, dass ihr auf euch aufpassen könnt, werde ich euch geben, was ihr braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Ich verstehe. Okay. In Ordnung. Geht zu diesen Trainingspuppen und zeigt mir euren Rachedurst. Wenn er euch gelingt, weiß ich, dass ich meine wertvollen Vorräte nicht verschwende. Ich verstehe. Rachedurst 1. Rachedurst 1 war... Ich weiß nicht, was Rachedurst 1 ist. Das ist Rachedurst. Ah ja. War einfach. Okay, alles klar. Ihr seht kampfbereit aus. Ich denke, ihr seid durchaus in der Lage, euch selbst zu verteidigen. Hier, nehmt diese. Es sind die besten, die ich habe. Vergeudet sie nicht. Okay. Ein neuer Screenshot für mich. Ihr habt nun Stufe 52 erreicht. Das geht ja rasend schnell hier, würde ich mal sagen. Was ist das? Rosarotes, rüschenbesetztes Gothic Dress. Okay. Cool. Sonderklamotten. Schön. Die macht es auch. Rosa ist jetzt zwar nicht unbedingt meine Farbe, aber trotzdem cool. So. Wunderbar. Hier ein weiterer... Oh, stopp. Moment. Ist es nicht der gleiche? Das sind die gleichen. Kann ich hier zwei davon? Ja, richtig. Davon kann ich zwei ausrüsten. Das ist es. Pling! Genau, klar. Zwei Ohren, also auch zwei Ohrringe. So, hier, Kristallverankerung. Okay, ja, macht jetzt jede Menge mehr Schaden bei Bossmonstern. Ist toll, aber naja. Gut, gut. Weiter im Text. Für die Föderation. Alles fügt sich zusammen. Diese Marke ist der Beweis dafür, dass Rida eure Dienste akzeptiert und berechtigt euch dazu, Aufträge zu übernehmen. Legt die Marke Derinu vor und er wird euch einen Auftrag erteilen. Annehmen. Okay, wo ist der Typ? Ah ja, ich sehe ihn da schon. So, reden wir mal so von der Seite mit dir. Wenn eure Träume zu euch sprechen, hört zu. Ja, meistens erinnert man sich aber nicht danach danach. Egal. Ich werde nicht zulassen, dass irgendetwas diese Mission stört. Okay, alles fügt sich zusammen. Papiere? Oh, Prinzessin Rida hat euch geschickt. Interessant. Sie sieht in euch vermutlich eine gute Ergänzung zu Mirwan, der besten Späherin der Eskorte. Vielleicht könnt ihr beide gemeinsam das Problem mit den Orkanräubern beseitigen. Ihr findet sie gleich hier. Bitte unterstützt sie, so gut ihr könnt, und stört mich nicht mehr. Ich verstehe. Hallo, Mirwan. Ihr habt
einen schönen Mund, wenn er geschlossen ist. Ja, das Spiel ist so unglaublich nett teilweise. Ihr habt einen schönen Mund, wenn er geschlossen ist. Hallo, ich rede ja nicht mal viel, also in-game. Hier, out-game natürlich schon. Und das schon seit 35 Minuten circa. Ja, schauen wir mal. Hier, alles fügt sich zusammen. Ihr seid also eine von diesen, nun, ich weiß nicht wirklich, was ihr seid, aber wenn die Prinzessin euch vertraut, kann ich das vermutlich auch. Denkt immer daran, solltet ihr mir jemals in die Quere kommen, werde ich euch das nicht verzeihen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Wir werden sehen. Die Prinzessin erwartet also, dass wir zusammenarbeiten. Gut, hier ist euer erster Auftrag. Ich brauche ein wenig Ablenkung, damit ich unbemerkt vorrücken und die Position der Orkaner in den verlorenen Wäldern ausspähen kann. Daher werdet ihr die Orkaner in diesem Gebiet beseitigen. Während sie mit euch beschäftigt sind, kann ich gehen, wohin ich will. Solltet ihr dann auch noch am Leben sein, dann meldet euch beim Verwalter des Flüchtlingslagers. Dort brauchen sie jede Hilfe, die sie kriegen können. Okay. Wunderbar. Das heißt, ich kann jetzt hier Monster kloppen. Schön, die sind auch alle hier direkt vorhanden. Flop. Ja, euch brauche ich. Ja, also die geht ganz schön ab, die gute. Finde ich ziemlich geil. Finde ich echt ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Aber ganz ehrlich, diese Fähigkeit erinnert mich ganz stark. Und zwar richtig, richtig stark. An God of War. So. Na bitte, da haben wir's. Sprecht mit Lagerverwalter Larion. Der ist irgendwo hier drüben. Ah ja, da ist auch schon ein Lager. Also die Fähigkeit geht ganz schön ab. Wobei ich jetzt auch glaube, dass die Gegner hier extra schwach sind. Ein guter Tag für eine Plauderei. Ja, richtig. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Hattet ihr Probleme mit den Orkanern? Wir konnten sie einigermaßen in Schach halten, doch es werden täglich mehr. Wie ich hörte, gab es bei den Orkanern ziemliche Aufregung. Wart ihr der Grund dafür? Gut, sehr gut. Nun, wie kann ich euch helfen? Ich bin hier, um euch zu helfen. Ach, natürlich. Ausgezeichnet. Nun, oh ja, ihr solltet mit Ansini sprechen. Sie ist gerade aus den verlorenen Wäldern hier angekommen und ihr geht es nicht allzu gut. Ich werde euch nicht enttäuschen. Schön. Ansini. Hier, Flüchtling. Ach so, die ist es, die hier dauernd irgendwas sagt. Was wollt ihr? Ich mache mir solche Sorgen um meine kleine Schwester. Ich, es ist, als wäre ein Teil von mir nicht mehr da. Einfach weg. Da, da. Da, da, da. Schön. sorry. Versucht ihr, mich zu beruhigen? Nun, das wird nichts bringen. Meine Zwillingsschwester ist verschwunden. Verschwunden! Ihr wollt meine Geschichte hören? Gut. Wir haben in den Wäldern gelebt und unser kleines Feld bearbeitet. Wir kamen zurecht. Dann tauchten ein paar Orkaner auf. Sie waren auf der Suche nach Feen und wilden Bären. Wir haben entschieden, dass unser kleines Feld nicht mehr wert ist als unser Leben und sind geflohen. Aber wohin wir auch kamen, dort waren noch mehr Orkaner. Zigmal sind wir fast gestorben und haben uns von Flüchtlingslager zu Flüchtlingslager durchgeschlagen. Doch dann sind wir mit einem wilden Bär zusammengestoßen. Orkaner hatten ihn verletzt und er war wütend. Meine Schwester und ich wurden getrennt. Wir hatten vereinbart, dass wir uns hier treffen. Und so bin ich weitergelaufen. Jetzt bin ich hier, aber sie ist nicht da. Bitte fahrt fort. Ihr Name ist Rainer. Ich habe jeden im Lager gefragt, aber keiner hat sie gesehen. Denkt ihr, dass auch nur eine kleine Chance besteht, dass sie noch lebt? Ich hoffe es. Bitte, Kavatar, helft meiner Schwester, das Lager zu erreichen. Es gibt so viele wilde Bären und Feen. Rainer könnte außerhalb des Lagers sein und es nicht schaffen, an diesem vorbei in das Lager in Sicherheit zu gelangen. Erledigt alle. Erledigt sie, damit meine Schwester und die anderen Flüchtlinge durchkommen können.
Und wenn ihr meine Schwester sehen solltet, dann sagt ihr bitte, dass ich hier bin. Ich bin hier, um euch zu helfen. Wunderbar. Schauen wir mal. Aufgebrachter Bär. Hier, diese Richtung. Und Feen. Und sowieso und lalala. Okay. Okay, die sind schon ein bisschen schwieriger. Ich habe immer das Gefühl, dass ich die Gegner nicht treffe mit der. Aber gut finde ich auch, dass sie direkt eine Ausweichfähigkeit hat. Finde ich ganz großartig. Klasse. So, wunderbar. Da brauchen wir jetzt noch ein paar davon. Schön. Sprecht mit Rainer. Rainer? Wo? Angeblich hier in dieser Richtung. Ah ja, da. Zitternd. Seid ihr? Könnt ihr uns helfen? Mein Name ist Rainer. Ihr könnt genauso gut aufgeben. Es gibt keinen Weg zum Flüchtlingslager. Ich habe es versucht. Was? Meine Schwester hat euch geschickt? Oh, ich bin so froh, dass es ihr gut geht. Sie ist alles, was ich habe, und ich bin alles, was sie hat. Die Orkaner haben uns die Farm weggenommen und uns durch die Wälder gejagt. Die Feen und Bären haben immer wieder versucht, uns zu töten. Wir sind gerannt, haben uns versteckt, Nüsse und Beeren gegessen. Aber wir hatten einander. Und dann haben wir Kalido getroffen. Er war ein Farmer auf dem Heimweg vom Markt. Er erzählte uns, was in Pora Elino geschehen ist. Und dass wir zum Flüchtlingslager gelangen müssten. Ich bin ganz Ohr. Kalido hat uns dabei geholfen, aus den verlorenen Wäldern zu fliehen. Aber er sagte, er hätte etwas zu erledigen und ist umgekehrt. Ansini und ich sind weitergerannt. Und dann wurden wir getrennt. Aber nun weiß ich nicht nur, dass sie lebt, sondern auch, wo sie ist. Und das alles dank euch, Kavatar. Ihr habt mir sogar einen Weg gezeigt, der sicher durch das Gebiet der Feen und der Bären führt. Habt Dank, ich kann nun zum Lager gelangen und meine Schwester wiedersehen. Aber ich mache mir Sorgen um Kalido. Er braucht Hilfe, so dringend wie meine Schwester und ich. Bitte helft ihm. Da, da, da. Ah, schade, dass die nicht dreimal da geschrieben haben. Das wäre großartig, so diese neue deutsche Welle-Referenz in diesem Spiel. Bisher noch nicht gegeben. Zumindest habe ich sowas bisher noch nicht gesehen. Und irgendwo hier, na, da ist er. Ja, hallo Kalido. Bringt ihr uns Essen? Ich muss nur zu Atem kommen. Die beiden Mädchen sind wohl auf? Gut, ich hatte gehofft, dass sie es schaffen würden, nachdem wir uns getrennt haben. Wie ist hier die Lage? Nachdem ich die Mädchen zum Flüchtlingslager geschickt hatte, bin ich hierher zurückgekehrt. Ich wollte den Leuten helfen, eine Mauer zu errichten, um die Orkaner fernzuhalten. Wir mussten jedoch eine Stelle freilassen, damit Flüchtlinge durch können. Nun kommen ständig Orkaner, die die Flüchtlingslager angreifen wollen. Ihr dürftet einigen von ihnen auf dem Weg hierher begegnet sein. Die Eskorte hat Großartiges geleistet, um die Mauer zu schützen, doch sie werden nicht mehr lange durchhalten. Bisher haben wir von der Stadt keine Entwarnung erhalten. Kelleher hat jedoch einen Plan. Sie ist hier die ranghöchste Offizierin. Ihr solltet euch an sie wenden. Bitte fahrt fort. Sprecht mit Kelleher. Hallo. Ihr habt Glück. Wir kämpfen gemeinsam. Ja, schön. Kämpfst du auch mit mir? Tatsächlich? So richtig? Ich glaub's nicht. Du bist ein NPC. Egal. Dieser Einsatz birgt zwei Herausforderungen. Wir müssen genug Vorräte sicherstellen, um die Flüchtlinge zu ernähren und gleichzeitig vor den Orkanern beschützen. Und es gibt so viele Orkaner. Ihr seid vermutlich nicht unsere Rettung, aber trotzdem ist uns jede Hilfe willkommen. Unsere Aufgabe war es, die verlorenen Vorräte wieder zu beschaffen, aber das ging nicht gut aus. Wir haben den Kontakt zu unseren Sammlern verloren und dann auch noch zu den Soldaten, die nach ihnen suchen sollten.
Ihr könnt uns helfen, indem ihr in die verlorenen Wälder geht und Hasran findet. Bringt unsere Soldaten zurück und unsere Vorräte. Ich höre. Sprecht mit Hasran. Nun gut. Hier ist also das Tor in der Mauer, das offen ist. Ah ja. Und da sind auch schon die fehlenden Vorräte. Aber bevor ich die einsammeln kann, muss ich hier natürlich die Quest annehmen. Und du, mein lieber Orkanerplünderer, stehst ein bisschen im Weg. So. Einer für alle, alle für alle. Richtig. Es ist wichtig, unsere Vorräte zu sichern. Sie zu verteilen ist aber ebenso wichtig. Hat Kelleher euch geschickt? Ja. Gut, ich habe schon gefürchtet, sie hätten mich abgeschrieben. Danke, dass ihr mich gefunden habt, Kavatar. Hier, nehmt das. Es ist alles, was ich habe. Vielleicht wird es euch von Nutzen sein. Ich danke euch. Wir kämpfen alle gemeinsam. Und wieder ein Level Up. Ihr habt nun Stufe 53 erreicht. Ich habe tolle neue Ausrüstung. Alles seelengebunden, sprich man kann es nie wieder verkaufen. So. Und jede Menge toller Verteidigungsdinger verringern, wenn ihr von Bossmonstern. Alles nur Bossmonster. Okay. Das Geheimnis des roten Siegels. Kavatar, ich muss zum Lager zurückkehren. Ihr werdet den Versorgungskarren auf der rechten Seite finden, wenn ihr die Straße weiter entlang geht. Bitte sammelt die Vorräte, die dort verstreut liegen, und bringt sie zu Ketrat. Ja, werde ich machen. Annehmen. Achso, und das war's auch schon. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ihr habt folgende Fertigkeit erhalten. Hassklinge. Okay, und was macht die? Schleudert eure Kettenklinge auf einen Gegner innerhalb der Reichweite, um mehrfache Treffer zu erzielen und LP wiederherzustellen. Die Heilung für Spieler, die von Hassklinge getroffen wurden, verringert sich pro Treffer um 10%. Ihr könnt Hassklinge als Kettenfertigkeit zusammen mit Rachedos, Klingenduett oder Pendelstoß verwenden, um eure eigenen Fertigkeiten zu unterbrechen. Okay, alles klar. Wo muss ich hin? Ah, ich muss hier die Versorgungsgüter finden. Gut, dann sammeln wir einfach mal. Ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Oh, es ist auch wieder genial, was da alles in diesem Chat drin steht. Es ist, also teilweise ist es echt lustig. Ganz große Klasse ist immer. Ich bin ja selber großer Anime-Fan. Und hier sind anscheinend auch jede Menge Anime-Fans in diesem Spiel. Und ja, hat natürlich, also ich beteilige mich da nur eher unregelmäßig, also eigentlich gar nicht, außer ich suche gerade irgendwie eine Gruppe. Hier. Aber ist immer ganz, also teilweise ist es echt unterhaltsam, was sie da so schreiben. Und teilweise ist das Spiel hier auch echt verpackt, dass man irgendwie sowas hängen bleibt. Erinnert mich an Battlefield 4. Bisher ist es echt einfach, mein lieber Ketrat. Haben wir gewonnen? Seit dem Schlag auf meinen Kopf ist alles verschwommen. Endlich ist jemand da, aber ich fürchte, er kommt zu spät. Was ist passiert? Orkaner, sie erbeuteten die Vorräte, die wir geborgen haben, und meine Truppen haben sie besiegt. Mich haben sie hier dem Tode überlassen. Könnt ihr sie aufspüren und meinen Kameraden zur Flucht verhelfen? Ich werde tun, was ich kann. Sprecht mit Leon. Ja, hin und her. Typisch MMO-like. Man muss dauernd irgendwie zwischen den Leuten hin und her laufen. Am besten sind die Quests, wo die Leute nebeneinander stehen und man muss getrennt mit ihnen reden. Weil die können ja nicht einfach so miteinander reden, aber egal. Ich tue meine Pflicht. Ich hatte eine Aufgabe. Eine Aufgabe. Okay. Hab Dank, ich habe versucht, die zu Ketra zu gelangen, aber ich kam nicht durch. Ich konnte den Orkanern vor einiger Zeit entkommen. Ich bin ihnen entschlüpft, als sie abgelenkt waren.
Aber ich konnte sehen, wohin sie den Rest der Einheit gebracht haben und wollte Hilfe holen. Ihr scheint die Hilfe zu sein, die sie brauchen. Macht euch um mich keine Sorgen. Da der Weg nun frei ist, werde ich es schaffen. Geht zum Lager der Orkaner und befreit meine Kameraden. Ich kann helfen. Sprecht mit Esiree. Wo? Hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich absolut keine Erfahrungspunkte sammle durch die Kämpfe, sondern hier wirklich nur in diesem, weiß ich nicht, Intro, Tutorial, was auch immer, festhängen. Jetzt hat gerade das Spiel wieder geruckelt. What the fuck? Halt, was? Seht mich nicht so an, ich fürchte mich nicht. Wirklich nicht. Sieht nicht so aus. Ihr seid hier, um uns zu befreien. Mir geht es gut, aber bitte helft meinem Freund Milio. Ich hörte ihn kürzlich schreien, daher weiß ich, dass er in der Nähe dieses Lagers gefangen gehalten wird. Ich kehre zum Lager der Versorgungseinheit zurück. Das schaffe ich allein. Ich werde ihn finden. Sprecht mit Milio. Der ist hier. So. Es gibt nun mal nichts umsonst. Auf dieser Reise sind so viele Dinge schiefgelaufen. Ich hoffe nur, dass es dem Hauptmann gut geht. Esere lebt und Ketrat auch? Dann war es zumindest kein völliges Gemetzel. Wo sind sie? Sie sind zum Lager zurückgekehrt. Ich werde dort zu ihnen stoßen. Bevor ich gehe, ich habe Informationen, die für euch nützlich sein könnten. Die Orkaner in den verlorenen Wäldern haben eine Befehlskette. Sucht nach Gruppen, die rote Siegel tragen. Erledigt einige von diesen Orkanern, nehmt ihre Siegel an euch und bringt sie zu La Pau, falls er noch lebt. Keiner weiß mehr über die Orkaner. Wenn einer die Bedeutung der roten Siegel kennt, dann La Pau. Kehrt zum Lager zurück. Beseitigt die zahmen Arachnen, die Orkanerzähmer sowie die Orkanerplünderer und sammelt 20 rote Siegel. Okay. Die sind hier überall in der Gegend verteilt. Zack. Ah ja, fangen wir doch einfach mal hier direkt mit denen an. Ah ja, Vergeltung gibt es hier auch als Kettenfähigkeit. Sehr schön. Gut, gut. Und ich scheine echt keine Erfahrungspunkte zu bekommen. Doch, 244. Moment. Ja, keine Erfahrungspunkte von diesen Viechern. Ist alles noch Tutorial. Okay. Ist jetzt nur so bedingt schwierig hier gerade. Ja, die machen jetzt auch nur bedingt viel Schaden bei mir. Oh, was ist denn das? Ziemlich dunkel. Die schmeißen auch keine Items auf den Boden. Ah, Mann. Oho. Gut, gut. Dann suche ich mir hier jetzt mal zwei einzelne Gegner noch raus. Was war das denn Nettes? Sehr geil, also die Kettenfähigkeiten sind wirklich nett. Die gefallen mir gut. Oh ja, sehr geil. Richtig schöne Kettenfähigkeiten, finde ich gut. Naja, noch kurz warten, bis die wieder genutzt werden kann. Yes.
eine richtig fiese Fähigkeit. So, wunderbar. Dann müssen wir in dieser Richtung weiterlaufen. Und mit La Pau reden. Wer auch immer das ist und wo auch immer sich der versteckt. Hier. Ich hab zu tun. Die Geschichte der Orkana ist faszinierend. Ja, das kann ja sein. Hallo, was macht der Widerstand? Was habt ihr da? Oh, ein Siegel der Orkana zum Brandmarken. Die Orkana nutzen sie, um ihre Sklaven zu markieren. Hm, das ist interessant. Diese hier sind magisch. Der Meister kann durch das Siegel Macht auf seinen Diener kanalisieren. Ihr solltet euch verstecken. Haha, ihr seid witzig. Ich verstecke mich vor den Orkanern. Ich bin nur einfach besser darin als alle anderen. Oh, hallo. Ein Freund von euch? Hä? Wer? Wer ist da? Mirvan, wer bist du? Ihr seid von der Föderation, oder? Ich bin überrascht, dass ihr schneller hier angekommen seid als ich. Wirklich beeindruckend. Ach, sie ist es. Haha, okay. Gute Arbeit, Kavata. Ich habe nachgeforscht. Es war kein bloßer Kampf um Vorräte. Die Orkaner haben einen Anführer, der ihren Angriff auf Pora Elino koordiniert hat. Die Taktiken der Orkaner sind nun einmal etwas plump, aber leider sehr effektiv. Nun gut, hört zu. Ich habe eine neue Aufgabe für euch. Ich habe einen weiteren Späher tief in das von Orkanern kontrollierte Gebiet entsandt. Er sollte eine Schwachstelle finden, die wir nutzen können, um sie aus den verlorenen Wäldern zu vertreiben. Sorgt erneut für Ablenkung. Wenn euch das gelingt, habt ihr euch meinen Respekt verdient. Nehmt das. Betrachtet es als einen Preis dafür, dass ihr vor mir hier wart. Okay, ja, schön. Danke. Und wieder ein Level Up und wieder ein Screenshot für mich. Damit bin ich Level 54. Es ist unglaublich, so schnell gelevelt habe ich noch nie. Es ist echt Wahnsinn. Und jetzt habe ich auch einen tollen Ring noch dazu. Sprich, ich habe jetzt hier die volle Ausrüstung, die ich so nutzen kann. Bla 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 bla. Das ist voll in Ordnung. Ich habe noch null Geld. Also null Gold. Und was? Ja, echt jetzt. Ist das hier kein normales Lagerfeuer, was die Ausdauer wieder auflädt? Also, kurz zu Dingen. Hier oben, hier sieht man es. Das hier ist die Ausdauer. Und je mehr Ausdauer man hat, desto mehr Bonus LP und MP hat man. Sprich 120 ist der Maximalwert. Den kann man tatsächlich auch noch raufbringen, indem man lustige Items sammelt. Also, was weiß ich, so Gedöns wie Pflanzen abbaut, Erze sammelt, was weiß ich, die Sammelfähigkeiten. Die sind jetzt hier bei diesem Charakter noch alle auf Null. Sehr schade. Wundert mich jetzt aber auch nicht. Ich würde dann mal einfach ja, keine Ahnung. Ich will jetzt keinen Titel. Ich will auch keine Verzierung. Völlig egal. Ich habe auch keinen Ruf. Ja, egal. So. Ich würde jetzt auch mal einfach sagen, ich lege mich jetzt hier mal auf diese Karte. Oder, nee, ich stelle mich hier so rein. Und hat die Schuhe an? Hat die gute schon Schuhe an? Ja, hat sie. Okay. Genau, ich würde sagen, ich logge mich hier jetzt einfach mal aus. Oder, nee, ich logge mich nicht aus. Aber ich werde jetzt hier einfach mal aufhören zu spielen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hoffentlich dann mit etwas mehr, nennen wir es Action oder was auch immer. Und ja, würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Hat jetzt eine ganze Stunde gedauert, das Ding, macht aber nichts. Vielleicht gehen die nächsten Folgen ein bisschen schneller. Da vor mir geht gerade richtig die Action ab. Finde ich cool.
Schaut auch sehr gleich aus wie ich, also zumindest was die Klamotten angeht. Wundert mich jetzt auch nicht. Egal. So, also bis jetzt, so kurzes Fazit. Nach einer Stunde, circa einer Stunde Spielzeit, mit jeder Menge Charaktererstellung dazwischen, was weiß ich. Diese neue Charakterklasse, wundert mich nicht, dass die nur für Ellen gilt. Erstens mal von der Story her, purer Elinu, logisch, in purer Elinu steckt hier schon Ellen mit drin. Zweitens sind die Ellen ja eine der beliebtesten Charakterklassen überhaupt. Genau. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, beliebteste Charakterklasse, das ist überhaupt gar kein Wunder. Hat man auch auf der Website schon gesehen, dass das wahrscheinlich hauptsächlich die Ellen betreffen wird und die anderen Rassen erstmal nur in die Röhre schauen. Es wird interessant, wie sich das eventuell auf die weiteren Klassen oder Rassen, besser gesagt, auswirkt. Genau, bis jetzt, die Kompos sind ziemlich geil, macht tatsächlich Spaß, also kann man was damit anfangen und gut, die Story ist jetzt, also klar, Story ist irgendwie logisch, viel NPC-Gequatsche etc. Ich muss zugeben, bisher habe ich in Terra die Story nie beachtet, also ganz am Anfang, wie ich angefangen habe, habe ich die Schilder noch gelesen, die so aufploppen, bla bla. Inzwischen ist es einfach nur, such den Typen mit einem Ausrufezeichen oder einem Fragezeichen, red mit ihm, klicke auf den blauen Button und dann hau Monster. So, fertig. Ja, dass der Reaper nur für Ellen ist, ist echt Abfuck. Ja, mein Gott. Ist halt auch nur ein Spieleentwickler, die müssen auch schauen, die wissen halt, was die Leute dann tatsächlich dran fasziniert. Ich hätte es jetzt, wenn es mit einer anderen Rasse gegangen wäre, hätte ich es wahrscheinlich tatsächlich gemacht, da ich eben schon eine Ellen habe, die Kriegerin, aber wurscht. So, bisher macht es auf jeden Fall Spaß, die Fähigkeiten sind ziemlich cool, schaut sehr geil aus und ja, ich würde dann, also ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, wie lange das jetzt tatsächlich geht, dass man hier irgendwie nur in diesem zerstörten Gebiet rumrennt, bis man quasi auf die echte Welt losgelassen wird. Welches Level man dann tatsächlich hat. Also ich habe es vorhin schon ganz kurz irgendwo gelesen, dass man hier innerhalb von 10 Minuten auf Level 58 kommt. Gut, ich spiele jetzt hier auch tatsächlich noch nicht so wahnsinnig lang. Macht aber halt jetzt echt nichts. Also bisher, wie gesagt, Fazit, macht Spaß. Ist ganz cool. Ich bin sehr gespannt, was mich da noch alles erwarten wird. Und da ich jetzt tatsächlich schon über eine Stunde aufnehme und der Upload so ewig lang dauern wird, ich lade das wahrscheinlich irgendwie über schnelleres Internet irgendwo mit schnellerem Internet hoch. Von hier aus mit 9000 Mbit Download und was weiß ich, 400 oder 500 Kilobit Upload, weiß ich nicht gar nicht, wie hoch das ist. Vielleicht ist es auch ein Mbit. Auf jeden Fall dauert es zu lang. Egal. Macht Spaß. Das war jetzt eine verdammt lange Verabschiedung. Ich würde jetzt auch hier direkt mal aufhören und sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Benny spielt Terra Rising mit der Klingenkämpferin. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier weitergeht. Also, kurzum, danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben, wenn euch mein Gelaber nicht allzu sehr aufgeregt hat. Wenn es euch aufgeregt hat, gebt trotzdem einen Daumen nach oben. Völlig egal. Gebt mir irgendwas. Hinterlasst einen Kommentar. Gefällt euch das Spiel? Gefällt euch das, was ich so die ganze Zeit hier rumlaber? Ich habe jetzt relativ wenig über mich erzählt. Ich habe einfach mal losgespielt. Ihr wisst, was ihr zu tun habt.
Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.